Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab hier von der Stadtwache. Aber bevor wir jetzt hier loslegen, als allererstes mal meinen herzlichsten Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Liebe, liebe Anni, schön, dass du bei uns bist. Und ich wünsche dir alles, alles Gute und viel Spaß beim Minecraft-Spielen und was du sonst noch so treibst. Es ist einfach schön, dass du bei uns bist. Das kann man nicht oft genug sagen. Und wir sind hier an der Stadtwache immer noch am Bauen, am Tun. Aber es gibt noch etwas, was ich sagen muss. Ich bin auf Hähnchen umgestiegen. Nein, das ist natürlich nicht. Herzlichen Glückwunsch, liebe Community. Wir sind 3500. Und vielen, vielen Dank für eure Treue und eure Unterstützung hier bei diesem schönen kleinen Projekt, was wir hier zusammen machen. Dem Projekt, wir bauen eine Stadt, wir bauen ein Land, wir bauen eine Welt. So ungefähr könnte man es grob umschreiben. Ja, 3500, eine schöne Zahl. Und da werden wir erstmal wieder eine Zeit lang bei bleiben. Aber vielleicht werden es ja auch wieder ein paar mehr. Und es ist total schön, dass wir das geschafft haben, 3500 zu knacken. Also 3500 mal zu knacken. Nein, die 3500 zu knacken war natürlich der Sinn der Geschichte. Ich habe hier oben den Turm schon ein bisschen weitergebaut. Der ist schon gar nicht mal so gut. Aber der muss noch besser werden. Und es muss ein eiserner Kerl drauf vor allen Dingen. Und dafür brauchen wir Eisen. Wir haben einen Eisenbarren noch hier rum oxidieren. Und wir können jetzt nochmal, in die Eisen... Was ist denn da? Ach ja, genau. Die Fahne, das neue Banner von Wolfsbach, Kai Kastadur. Und natürlich ist ein Baum drauf, ein grüner Baum bei ihm, das passt auch sehr gut. Und eine Blume, denn er ist ja der Blumenmann. Und die Fahne finde ich wunderschön gestaltet. Und die werden wir natürlich aufhängen. Die Fahne von Kai Kastadur. Oh, ein neues Rezept in meinem Rezeptbuch. Ich kann Halbstufen machen, juhu. Freunde, eine neue Woche. Mojangstag war gestern. Da konnte ich natürlich der Anni nicht gratulieren, weil ich gar nicht gesendet habe. Ich war nicht auf Sendung. Hier müssen wir rein. Aber heute geht es natürlich. Jetzt müssen wir mal gucken. Wappen von Wolfsbach. Das soll hier hin. Gut, das heißt, wir hauen das Bild ab, ne? War richtig? Das Wappen von Wolfsbach kommt dann hier vorne hin. Und das haben wir jetzt ja hier. Das Wappen von Wolfsbach. So, wunderbar. Das heißt, ich komme das Wappen hin. Und dann müssen wir noch unterschreiben, Wappen von Wolfsbach. Das schreiben wir dann direkt drunter. Ne, weil wir haben hier andere. Exi hat aber auch ein Wappen jetzt. Ich hatte da was gesehen, glaube ich. Es kann sein, dass wir das holen müssen. Oder dass wir es kopieren müssen. Exi hatte auch ein Wappen. Aber vielleicht hat die Schucke ja auch Zeit, das mal vorbeizubringen. Okay, Wappen Wolfsbach. Gehört da drauf. Drunter. Beziehungsweise drunter. Oh, wir haben zwei Schilder. Ich hätte noch eins in der Tasche. Okay. Ja, kann man schon mal in der Tasche vergessen, so ein Schild. Ne? Ist ja klein. Wappen. Wappen. Von Wolfsbach. Wolfsbach. Können wir ja mal 2017 unterschreiben. 2017. Einfach mal, damit wir wissen, dass was das da entstanden ist, ne? Das von Kai Kastadur ist, das wissen wir ja. So, und jetzt kommt nämlich das Bild wieder drauf. Und wo haben wir das? Wir haben jetzt nur echt nur ein Bild da, ne? Das könnte alter werden. Ich würde mal sagen, wir machen mal den hier. Den hier und den hier. Damit grenzen wir das so ein bisschen ein. Oh weia, mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. Ja, damit grenzen wir es jetzt doch nicht so ein. Okay. Aber wenn wir jetzt hier oben noch welche hinsetzen, war das nicht so, dass jetzt nur tatsächlich solche Bilder entstehen können? Da war doch sowas geplant, ne? Von Mojang. Ja, nee. Oder auch nicht. Nein, das ist es nicht ganz, obwohl das auch sehr schön ist, das Bild. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht so oft auf. Oh, guck mal, das geht jetzt echt gut mit den Bildern. Okay. Ging echt schnell jetzt. Das ging echt schnell. Dann nimmt er erstmal die größten Bilder, die es so gibt, ne? Ja, schön. Schön, schön, schön. Wappen von Wolfsbach 2017, da hängt es. Wunderbar. Und hier ist ganz schön dunkel die Ecke noch so, ne? Ist so ein bisschen Monstergefahr. Moment mal. Ah ja, die Betten sind jetzt alle rot. Wir können natürlich auch anders färben. Wir können hier im 3M-Landpalast zum Beispiel alles grüne Betten machen. Das würde ja auch sehr viel besser passen, ne?
Und ich finde es auch cool, dass wenn man hier rauskommt, das Haus hier so ziemlich in der Mitte ist. Das eine Haus von der Wache, das andere ist natürlich dann so ein bisschen nach rechts verlagert. Aber man kann ja nicht alles 100%, 1000% symmetrisch machen, ne? Das ist auch um einen Block nach rechts verlagert, aber das ist nicht so schlimm. Wenn alles zu gerade ist, dann fällt auch alles, was unsymmetrisch ist, noch mehr auf. Und wir sollten wahrscheinlich hier mal den Stein so langsam wegräumen, ne? Passt mal auf, Freunde. Wir machen mal Folgendes. Wir räumen erstmal ein bisschen auf, ehe wir anfangen. Wir räumen erstmal ein bisschen auf, ehe wir anfangen. Was ist das für ein Lied? Ganz schön sphärische Klänge. Sphärische Klänge. So, okay. Ich dachte, wir bauen heute nochmal weiter an der Stadtwache. Weil, ne, bring es zu Ende. Ist das Motto unserer, dieser Staffel. Und da wollen wir es natürlich auch zu... ja gut, können wir da lassen. Hier habe ich eine Schere. Warum habe ich hier 15 Smaragde? Fragte sich der Mann. Und zwei Eimer, die werden wir brauchen. Die werden wir brauchen. Wir brauchen auch eigentlich noch eine Hacke. Ich bin mir nicht sicher, ob wir noch eine haben. Wir können uns aber eine Steinhacke machen. Ja, genau, das kann ich alles daraus bauen. Und mal sehen, wie lange es jetzt dauert, bis diese Rezepte... bis die Rezepte so ein bisschen weniger werden, dass sie aufploppen. So. Zack, zack. Okay, und jetzt können wir uns ja auch einmal anzeigen hier im Rezeptbuch. Guck mal, das können wir jetzt schon alles bauen. Haben wir jetzt schon 1 von 5. Es wird langsam mehr hier, ne, was wir bauen können. Schild. Was kann man Redstone-technisch schon drauf? Ein Werfer zum Beispiel, ne? Das wird dann so angezeigt, hier so leicht durchsichtig. Und dann braucht man es im Grunde nur noch drauflegen. Oder man braucht, glaube ich, wenn man alles dabei hat, braucht man nur einmal draufklicken und dann hat man das direkt. Ist total gut, ne? Und das können wir momentan bauen mit dem Material, welches wir dabei tragen. So ist der Sinn des Ganzen. Okay, ich habe eine Hacke und... Oh, Mist. Wir brauchen noch ein bisschen Wasser. Ich brauche noch... ich finde es aber ganz schön, wenn es so eingeklappt ist. Das heißt, dass wir es nur ausklappen, wenn wir es wirklich brauchen, unser Rezeptbuch. Ja. Jetzt habe ich die Eimer wieder weggepackt. Was mache ich nur? Was mache ich nur? Ah, ne, da oben sind sie ja. Mein Gott. Und es wird schon wieder dunkel. Das heißt aber nicht, dass die Folge schon wieder rum ist, sondern einfach nur, dass der Tag sehr kurz war. Hier ist Gott sei Dank so eine Stelle, wo wir noch hochkommen. Und guck mal, das Bett ist jetzt blau. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe das ja auch erst gemacht. Ja, okay. Das heißt, Fasgard hat das gemacht. Und es könnte sein, dass er blaue Wolle dafür verwendet hat. Also manche Betten haben schon eine andere Farbe. Was mich natürlich auch wieder daran erinnert, dass wir natürlich das dämliche Bettenlager noch machen müssen. Ausstaffieren müssen, was ja in am Handwerkerring ist. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt denkt euch bestimmt, was macht er denn überhaupt mit dem Wasser jetzt? Was soll das überhaupt? Ich habe mir gedacht, hier, das ist eigentlich ein bisschen schade, dass hier uns das ganze Korn vergnießt genaddelt. Deshalb habe ich jetzt hier so. Und jetzt schaffe ich ihn einfach nochmal ein bisschen Ackerfläche unserem Freund. Ne? Mit der blutigen Schürze. Ich wusste gar nicht, dass Bäcker auch ackern. Also, ackern schon, aber nicht beackern. Das war das Wort. So, dann hat er hier auch noch so eine kleine Ackerfläche. Dann kann er hier noch ein bisschen was anpflanzen. Ne? Aber nicht ins Wasser fallen. Sehr schön. Dann kann das hier wachsen. Ich finde, das sieht eigentlich ganz nett aus. Und jetzt holen wir uns aber vorher noch Eisen brauchen wir noch. Und wir brauchen auf jeden Fall noch einen Kürbis. Wo kriegen die jetzt vor lauter Schrecken Kürbis her? Oh wei. Ich weiß, im 3M-Land-Palast haben wir Kürbisse. Haha. Hoho, hihi, huhu. Okay, wir packen die Eimer mal weg und die Hacke auch. Sehr gut, ausgezeichnet. Und den einen Sticky können wir mitnehmen, so. Und dann brauchen wir auf jeden Fall... Wartet mal. Da haben wir noch Steine. Die Fahne, die kann eigentlich wieder rein, die weiße. Die brauchen wir jetzt nicht, das Schild brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht. Eieiei, was macht man als erstes und was als letztes? Ach ja, wir wollten ja Eisen holen. Okay, Eisen brauchen wir und wir brauchen einen Kürbis. Kriegen wir hin. Rennen wir mal schnell rüber zu Schmitz oder beziehungsweise in die 3M-Land-Palast. Genau, so war's. Ja, Papageien sollen natürlich auch gesucht werden. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, in welcher Himmelsrichtung wir da suchen. Ich weiß, dass die drei Emländer schon ausgeströmt sind in ziemlich alle Himmelsrichtungen und schon mal so wild drauf losgesucht haben. Haben wir hier nicht noch sogar irgendwo Eisen rumoxidieren? Oh, ein lautes Lied. Guck mal, hier haben wir auch noch Glas.
Aber warum haben wir jetzt mal zwei Smaragde? Also manchmal findet man in den Kisten die unglaublichsten Dinge. Hier ist auch kein Eisen, aber 11 Trichter. Das sind aber, glaube ich, die 11 Trichter noch vom Fuzzy. Hier sind noch 2 Eisentüren. Na klasse, hätte ich gar nicht so viel bauen müssen. Hier sind auch noch 9 Trichter. Alter Schwede, wir müssen bald mal wieder entkrusten und so, ne? Okay, hier ist nichts. Hier ist schon mal gar nichts in unserer Rumpelkammer. Hier schon mal gar nichts. Aber unten müssten Kürbisse sein. Das heißt, wir gehen jetzt durch die Küche. Ich kann auch direkt hier in den Garten gehen. Lalalala. Da ist ein Kürbis. Wir wollen ja einen eisernen Kern machen, also brauchen wir noch ein... Oh. Ach komm, dann nehmen wir die gleich alle weg. Mein Gott, geht das gut mit der Axt. Und die Axt aus Grimoria müssen wir auch noch holen. Eieiei. Und warum wachsen hier nicht mehr? Ach so, die sind noch da gewachsen. Hier ist aber alles reif, ne? Kakaobohnen sind reif. Hier die Zuckerrohr ist reif. Borsch, beziehungsweise rote Beete sind reif. Alles ist hier reif in der Küche. Na, ist doch klasse. So, nein, Kürbis ist hier. Wer hat denn den Kürbis verdreht? Wer hat denn da den Kürbis verdreht? Wir brauchen nur einen. Wir brauchen echt nur einen Kürbis. Mehr brauchen wir nicht. Okay, wieder raus aus der Küche. Können uns vielleicht gleich noch ein paar Steaks mitnehmen, wenn noch welche da sind. Aber ich glaube, die ist schon ziemlich geplündert hier. Warum ist hier ein Bett drinne? Was ist denn hier los? Pass auf, dann nehmen wir uns hier einfach mal 30 Steaks mit. Und das Hähnchen, das angefutterte, das packen wir wieder rein. Kriegt ja keiner spitz, dass wir da das Hähnchen rausgenommen haben, ne? Außer ihr natürlich, die es jetzt gesehen haben. Wir könnten, ich weiß, wo wir hingehen. Wir gehen mal an die Endertruhe. Es kann sein, dass da auch noch Eisen ist. Das ist gut möglich. Ja, was ich gehört habe, entsteht in Marbrück jetzt gerade die Magieakademie vom Zordan gebaut. Und meine Wissenschaftler sind auch schon akribisch dabei. Hier habe ich gar kein Eisen drin. Hier habe ich überhaupt kein Eisen drin, das ist ja blöd. Aber zumindest können wir die da reinpacken. Gold ein bisschen, aber Gold bringt uns jetzt gerade genau null. Dann gehen wir doch einfach mal zur Rüstungsschmiede. Oh, voll gegen die Kiste gerannt. Zur Rüstungsschmiede und holen uns da Eisen. Ja, dann holen wir uns halt da Eisen, ist ja kein Problem. Miau. Hört man da Vögel? Ist wahrscheinlich in dem Lied, ne? In das Lied eingebaut. Von, ah, guck mal, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 nehmen wir mal mit. So viel Eisen haben wir jetzt hier auch nicht mehr. Ja, wir können einen Amboss herstellen, das ist total gut. 6 sollten aber reichen. Was war denn das für ein Geräusch eben? Ich höre hier ganz, ganz merkwürdige Geräusche, Freunde. Also irgendwas ist hier faul im Staat Dänemark. So, wir müssen noch mehr Eisen holen. Und zwar müssen wir ja Zäune machen. Weil, ja, kann sein, dass ich jetzt Zäune übersehen habe. Vorhin im 3-Emlein-Palast. Aber die hatte ich auch nicht wirklich auf der Kette. Also nicht so richtig. Oh. Was hier alles so rumoxidiert, ist unglaublich, oder? Hier vielleicht im Ofen noch was drin? Oder in der Kiste? Nein. Ja, dann wird es aber langsam enge hier mit unserem Eisen. Dann machen wir einfach nochmal Zäune. Machen wir, das sind glaube ich 16 Stück dann, ne? Sollte reichen. Sollte reichen, okay, alles klar. Auf und davon. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5. Ja, okay. Das sollte reichen, um da zumindest jetzt erstmal so ein bisschen was zu schmieden und da einen eisernen Kerl oben reinzustellen. Dann machen wir uns jetzt noch eine Leiter. Wir haben 49 Stickies dabei. Dann machen wir uns jetzt eine schöne Leiter von. Zack. Oh, seht ihr, da hat es schon mal kein neues Rezept gekannt. Das konnte ich also schon. Leitern bauen konnte ich schon. Konnte ich schon seit der ersten Woche, seit ich das hier mache. Den ganzen Spaß. Und heute erschaffen wir einen eisernen Kerl. Und ich würde sagen, wir machen hier in der Mitte, machen wir einfach so ein Dingens hoch. Pnöps. 28 könnte knapp werden. Könnte tatsächlich knapp werden. Schauen wir mal. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 6, 7. Fenster vergessen. Fenster vergessen. Nee, habe ich nicht so richtig vergessen. Nur so halb. Ups. Autsch.
Ich darf nicht so viel stürzen. Ich habe schon zwei Herzen verloren. Hier. Da haben wir nämlich Fenster. Habt ihr gesehen? Da hat er sofort gewusst, wo die sind, die Fenster. So, die brauchen wir noch. Fackeln brauchen wir erstmal nicht, weil wir können gleich, wenn wir da hochlatschen, gleich Fenster einsetzen. Aber ich muss unbedingt was essen. Hm, Axt beiseite. Unbedingt was essen. Ist da hinten gerade wer langgerannt? Wer war da? Hier. Else? Nein, das ist doch Elses Freundin. Ja, ja, genau. Die Bürger kommen hier langsam Richtung Stadtwache. Die wollen wahrscheinlich dann schon die ersten Beschwerden und sowas einreichen. Das könnte ich mir vorstellen. Nee, wir gehen hier hoch. Komm. Wir gehen hier hoch. Da unten ist ja nur so ein Kämmerlein. Und wir gehen aber hier hoch und bauen auch gleich die Fenster ein. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Da oben komme ich ran, ne? Ja, oh na. Das ist immer nervig, denn man setzt sich dann immer auf die andere Seite, falls man sich da verklickert. Jetzt wieder, ne? Ist auf der Seite. Da muss man mal ein bisschen aufpassen. So, und so. Das ist also der Aufstieg für die Menschen, wie mich zum Beispiel, falls sie mal dem eisernen Kerl Brot hochbringen müssen oder so. Weil eiserne Kerle essen immer viel Brot. So. Muss auch alles in Ordnung haben. Dann können wir nämlich hier auch schon Fenster einsetzen. Ich habe mich dann doch dazu entschlossen, hier überall Fenster in den Turm reinzumachen, damit es ein schöner, heller Turm wird. Wir können natürlich auch noch Fackeln aufhängen. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so dumm, hier überall auch noch ein paar Fackeln aufzuhängen. Ja, den packen wir mal beiseite. So. Hier eine hin, da eine hin und da eine hin. Und dort und dort und dort. Nur nicht da, wo man hochklettert, weil dann verbrennt man sich eventuell die Nase. Das wäre natürlich nicht so geeignet. Ja, Freunde, neue Woche. Es macht wieder richtig Spaß, hier in Hundsgrab zu wirbeln. Hier, guck mal, hier haben wir auch Fackeln hin. Egal. Wir haben es ja. Ah, und hier habe ich auch schon Glas reingemacht. Nur hier habe ich es vergessen. Und da. Naja, so ist das halt. Zack, zack. Jetzt müsste aber überall Glas drin sein. Es müssten überall Fackeln hängen. Dann machen wir hier oben noch zwei Fackeln hin, meinetwegen. Nein, 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 nein. Ich habe sie aufgefangen. Habt ihr gesehen, wie ich dazu gegriffen habe? Ja, ja, so bin ich. Können wir hier jetzt noch Leitern anbauen? Wahrscheinlich, ne? Ja. Oh, fällt runter. So. Jetzt bis ganz oben, ne? Bis ganz oben. Wir haben noch 14. Wir kommen also hin. Wir kommen hin. Also, da könnte er sicher sein. Und die Löcher stopfen wir dann später, Peter. Ah, jetzt haben wir hier wieder einen hängen. Das Geräusch, wenn man eine Leiter baut, ist auch unglaublich interessant. So, und da muss ja hier sowieso ein Loch rein, damit wir hier rausgekrabbelt kommen, ne? Ja. Aber wir müssen auch irgendeine Möglichkeit machen, dass der eiserne Kerl da nicht runterfällt. Das ist noch viel interessanter. Das ist ja viel interessanter noch. Weil wenn der kann da nicht runterfallen. Wenn das nur ein breit ist, passt er da nicht durch, oder? Wäre ein Experiment wert. Arg. Alter Schwede, da bin ich mir nicht ganz sicher. Seid ihr euch der, wisst ihr es genau? bin ich mir überhaupt nicht sicher. Oh, wird's dunkel? Ich habe aber einen Better Boy. Das ist gut an der Sache. Das Gute daran ist das Gute darin. Dann werden wir hier mal auf der Kante schlafen. Und nicht runterfallen, hoffe ich doch. Ach nee, das muss nicht sein. Oh. Bett einsammeln, sehr gut. Unser altes, nicht Creeper-Bett, was aber... Oh, guck mal. Die können wir wieder hier drauf snöpeln. Snöpeln ist auch ein neues Wort, was ich gerade kreiert habe. So, und jetzt müssen wir hier noch Gitter hinmachen. Für den eisernen Kerl, dass er nicht runterdonnert. Hier passen wir durch. Wir würden hier durchpassen, eiserner Kerl auf gar keinen Fall. Dachte sich der Mann. So, ich habe den Turm extra so offen gestalten. Extra so offen gestaltet, wollte ich sagen, nicht gestalten. Damit wir hier jetzt sozusagen den eisernen Kerl erschaffen können. Ich frage mich gerade noch, wie wir das Dach machen. Ob wir da ein Spitzdach hin machen oder einfach nur so ein flaches Genöps. Eigentlich müssten wir da auch noch, ja, wir müssten schon ein Spitzdach machen, ne? Gehen wir mal wieder runter. Warte, Moment, ganz kurz die Leitern mal, die noch fehlen, noch einsetzen. Da waren noch so ein paar Stellen, wo die echt noch gefehlt haben. Hier zum Beispiel. Ups, da wird man aber immer so abgefangen. Und guck mal, hier fehlt jetzt eine. Das ist schlecht. Ah, hier unten liegt sie. Ja, war mir nur aus der Hand gefallen. Ich habe das natürlich alles genau berechnet, abgezählt und so, wisst ihr ja. So, das ist also fertig. Wunderbar.
Jetzt wollten wir oben noch ein Dach draufsetzen, ne? Zusammen. Wir, du und ich, sozusagen. Ich und du, Müllers Kuh, auch. Da brauchen wir die Dinger von und die und 28 hiervon. Wahrscheinlich werden wir noch ein paar Halbstufen brauchen. Ah, das sind diese hier. Zack. Und noch ein paar davon. So, zack, zack. Ja, und hiervon machen wir jetzt nochmal den hier. Genau, ich will das alles aufbrauchen. Dass man nicht immer so viel Einzelsteine rumfliegen hat, ne? Das ist auch nervig. Und gut, das sieht doch ganz, ganz nett aus. Und da gehen wir jetzt hoch und machen das Dach drauf. Natürlich auch aus dem roten, ne, ihr wisst schon, Netherbrick. Netherziegelstein auch genannt, in unserer Welt. Und dann bauen wir also einen Keller oben rein, dann ist das fertig. Dann ist das fertig. Und dann müssten wir eigentlich schnell mal zu, nach Grimoria rüberreisen. Und uns sozusagen, ach ja, wir müssten da rüberreisen. Ich hab, da ich die Erde zurückgelassen, ich bin ja einer. Na, ich bin ja einer. Komme ich da drauf gesprungen? So, ne? Nein, so komme ich da nicht drauf gesprungen. Ich habe eine Idee. Ich habe einen Plan und ihr wisst ja, ein Plan und ist auch und bleibt auch immer ein Plan. Man kann das natürlich auch so machen. Und dann kann man sich hier hochstacken. Erstmal. Kommt natürlich hinterher wieder weg. So, jetzt kommt wieder der große Moment, wo der Hund in die Pfanne springt. Wir müssen hier auf jeden Fall nochmal rausziehen was. Und da habe ich noch eine zweite Idee und da müssen wir jetzt wieder runter. Wo geht's denn hier runter? Wo geht's hier runter? Hier. Wir müssen doch nochmal runter. Wir brauchen noch ein paar Sachen. Und zwar brauchen wir noch ein paar Zäune bzw. Mauern. Genau, wir brauchen ein paar Mauern und wir brauchen auch noch, die finden wir, glaube ich, hier am ehesten. In der nächsten Folge werden wir dann hier ein bisschen die Gebäude einteilen, weil, guck mal, das ist hier, das sieht irgendwie nicht aus. Wenn wir hier jetzt aber Mauern hinmachen und Stones, und wo diese Katze ist mir gefolgt. Sie folgte mir aus dem Lager, aus dem Steinelager in Hundsgrab. Wir brauchen also einmal, ach, die habe ich hier gar nicht mehr, die habe ich drüben, glaube ich. Können uns aber auch einfach mal ein paar neue machen. So ist ja nicht. Ist ja nicht wie bei armen Leuten, ne? Machen wir einfach mal den hier. So, großzügig Stein bauen. Zack. Dann machen wir den. Und meinetwegen den hier. Zack. Und dann machen wir den hier. Und dann kriegen wir ja die raus. 64 Stück. Und dann machen wir uns gleich noch ein paar Stufen. So kann man nie wissen, also man kann nie genug Stufen haben, das wollte ich damit sagen. So, den hier noch. Rest da drauf, zack. Hat er jetzt da... Habt ihr das gesehen? Ich hatte da gemeißelten Ziegelstein drin. Und er hat aus den gemeißelten Ziegelstein hat er Stufen gemacht, obwohl das ja... Hab das so, ne? Ich hab hier offen gelassen und hab da einfach so ein Gemeißel inzwischen gepackt und man kann da trotzdem Stufen rausmachen. Okay. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Muss ich vielleicht mal zu Spark of Phoenix schicken. Vielleicht weiß der das noch nicht. Ja, werde ich machen. Ich schick das mal zum Sparky. Und nicht, dass ihr das jetzt macht, ne? und dann, ja, das habe ich rausgefunden. Aber vielleicht wissen das auch schon sehr viele Menschen. Wahrscheinlich weiß das nur ich nicht. Ja, wie immer. So, haben wir jetzt aber alles. Ja, wir haben alles. Nein, wir haben noch nicht alles. Wir brauchen, ich habe doch gesagt. Warum, ihr müsst mich auch mal an was erinnern, Freunde. So, zack. Zum Feuerfunkenvogel. Spark of Phoenix. Der Funke des Phönix. Der Funke, der den Phönix zum Brennen bringt. Ist ja eigentlich eher negativ. Naja. Was will man machen? Oh. Jetzt wäre ich fast von der Leiter runtergefallen. Wir haben schon... schon wieder. 24 Minuten. Kleiner Huster schneide ich hinterher raus. Dann geht es jetzt in der nächsten Folge weiter. Und ich sage von dieser Stelle, liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft. Und auf was? Nächste Folge. In der nächsten Folge. In der nächsten Folge machen wir dann den Eisengolem hin. Und auf Wiedersehen.